Davon träumen die Freunde historischer Nutzfahrzeuge, gemeinsam unterwegs zu sein, gemeinsam den Spaß an alten Lastwagen genießen. Doch so faszinierend es auch ist, dieses Hobby mit Gleichgesinnten zu teilen, manchmal fragt man sich schon, wie es überhaupt gelingt, solche Klassiker wieder auf die Straße zu bekommen. Vor der aufwendigen Restaurierung wollen Raritäten meistens erst einmal entdeckt und geborgen werden. Mitten in Friesland steht die Räumung einer alten Scheune auf dem Programm. Und Helmut Hoffmann vom Nutzfahrzeuge-Veteranencenter weiß genau, welche Schätze hier schlummern. Raritäten, die andere wohl eher als Schrott bezeichnen. Der Eigentümer ist verstorben und jahrzehntelang hat hier niemand mehr aufgeräumt. Der Mann hat hier die Autos über, ja, ich sag einfach mal über 30, 40 Jahre bewahrt. Das war natürlich toll. Und sonst wären die Autos ja heute auf dem Schrottplatz gewesen. Und es waren drei sehr schöne Autos hierbei. Und da ist natürlich in den Lauf der ganzen Jahre ist viel, auf Deutsch gesagt, Müll angefallen, was auf den Autos war. Das ist natürlich jetzt alle abgeladen worden. Das dritte Fahrzeug ist ein alter Ford Transit aus den 1960er Jahren. Hoffnungslos heruntergekommen, aber Helmut gibt die Hoffnung nie auf. Laut Tacho 50.000 Kilometer. Gestellt worden ist er hier, der war innen beladen und so ist er halt die ganzen Jahre stehen geblieben. Also der muss wohl fahrbereit gewesen sein, als man den hier reingestellt hat, habe ich gehört. Aber diese Durchrostung, die er unten hat, die stammen wahrscheinlich aus dem Kieswerk. Der Boden nass, immer Feuchtigkeit drunter gespritzt, dann ist er von unten durchgerostet. Von oben sieht er ja noch gut aus. Naja, dafür aber ist dieser MAN MK von 1950 garantiert ein Volltreffer. Der Lastwagen hat 120 PS und einen 8 Liter 6-Zylinder Motor. Hoffmann weiß, dass der LKW eine echte Rarität ist und vor allem durch seine Patina überzeugt. Doch was kann man von einem LKW erwarten, der ein halbes Jahrhundert gestanden hat? Alles noch original, originales Schild noch. Also ich denke mal, fürs Alter ist er noch relativ gut. Ob die Pumpe jetzt noch frei ist, weiß ich nicht. Und so, alles fest. Muss man erst mal prüfen, wenn man zu Hause hat. Es gibt nur vier Stück davon, also die mir bekannt sind. Und, aber als Pritsche im Originalzustand, so wie dieser, wüsste ich keinen. Also er ist absolut original und er soll auch so bleiben. Um den zweiten echten Scheunenfund aus Friesland, einen Henschel HS 120 von 1955, kümmert sich inzwischen Arno Fries. Dieser LKW hat ebenfalls 120 PS und einen 6,1 Liter Motor. Arno Fries ist ein Freund von Helmut Hoffmann und ausgewiesener Henschel-Experte. Aber warum schlägt sein Herz ausgerechnet für alte Henschel? Es hätte auch Mercedes oder Büssing sein können, wenn der Vater einen Büssing gehabt hätte oder einen Mercedes. Bin eben mit dem Auto aufgewachsen und weil wir den noch hatten, habe ich gesagt, so, ich mache mit der Marke und sonst nichts. Da haben sie mich zwar alle belächelt und die Kollegen, die andere mehrere Marken hatten, haben hinterher auch sortiert und haben gesagt, so, wir machen auch nur noch eine Marke. Helmut Hoffmann ist mit umfangreichem Equipment und zahlreichen Helfern nach Friesland gekommen. 5 Tage Arbeit sind notwendig, um das Chaos unter Kontrolle zu bringen und die Lkw transportfertig zu machen. Berge von Abfall kommen zusammen. Mit so viel Arbeit hatte niemand gerechnet. Also das erschlägt einen von der Masse, was wegzuräumen ist. Auto ist natürlich total interessant, da schlägt das Herz höher. Sicher, ne, bei den Baujahren, aber die Sachen, die da drauf sind, Katastrophe. Also wir haben schon viele Sachen ausgeräumt, aber in der Dimension nicht. Das ist also einzigartig, muss man klipp und klar sagen. Tonnenweise Abfall, dazwischen aber auch vieles, was das Herz der Nutzfahrzeugfreunde höher schlagen lässt. Zum Beispiel alte Motoren, für die sich Helmut Hoffmann besonders interessiert und die für die Nachwelt erhalten bleiben. Und ebenfalls garantiert nicht für den Abfall bestimmt alte Lkw-Prospekte. Man muss nur die richtigen Leute kennen. So ein Prospekt hier, das wird schon mittlerweile gehandelt um 20, 25 Euro. Und wenn ich zum Beispiel dieses sehe, das ist gerade ein Auto, was wir gerade restaurieren. Finde ich natürlich toll, dass ich sowas hier finde. Und für mich ist es jetzt gerade interessant, weil A, haben wir einen F8 MAN, den wir heute sogar dabei haben als Tieflader. Und diese MAN Mulde restaurieren wir gerade ein.
Der Countdown läuft. Die letzten Vorbereitungen für die Beladung werden getroffen. Im Gegensatz zur Bergung selbst ist das Präzisionssache und beinahe Millimeterarbeit. Die alten Lkw sind ja nicht fahrbereit. Als das geschafft ist, atmet auch Helmut Hoffmann auf. Ich finde gut, dass wir sie jetzt verladen haben. Es hätte auch andere Probleme geben können, dass die Bremsen fest sind, dass sie sich nicht drehen lassen und. Da gibt es so viele Probleme. Ich meine, das ging jetzt relativ gut und zügig, zumal der ja beladen war. Ne? Dann endlich geht es von Friesland aus zurück nach Oberhausen, da wo die historischen Lkw im NVC dann wieder auf Vordermann gebracht werden. Vielleicht bleiben sie aber auch so, wie sie sind und die Käufer freuen sich über ihre Patina. Wie auch immer, historische Lkw, allen voran Kipper, egal welcher Baujahre, erfreuen sich großer Beliebtheit. Und auch diesen wunderschönen Exemplaren hat Helmut Hoffmann allen ein neues Leben eingehaucht.